Ja, nimm eine für dich bequeme, würdige Sitzposition ein. Und es ist wirklich so das Hersitzen, das ganz bewusst wirklich Platz nehmen in dem Moment, im Augenblick. Ist es Platz nehmen, zum einen mit mir zusammen sein, mich wahrnehmen. Zum anderen auch den Platz, meinen würdigen Platz hier auf der Erde hinein, meinen Raum hinein. Das ist ein äußerer Raum, den wir hinnehmen, an dem Ort, wo wir jetzt gerade sind. Vielleicht spürst du den Ort nochmal mit geschlossenen Augen, vielleicht schaust du auch nochmal, wo bin ich eigentlich jetzt gerade? Und zum anderen ist es der zweite Raum, wo wir drinnen sind, nämlich im Körper, in unserem persönlichen Tempel. Und wir versuchen nochmal, uns wahrzunehmen als Ganzes in dem Tempel. Es ist wie ein Gespüren, oder ein inneres Bild von mir in meinem Körper. Auch das ist ein Raum. Und wir merken, wir gehen von außen gegen innen, ziehen den Sinn zurück von der Außenwelt, von unserem Raum zum Körper als Raum. Aber wir spüren nochmal weiter rein. Versuch mal, das Innen von dem Körper zu spüren, zu merken, dass da in dem Tempel nochmal ein Raum ist, ein offener Raum. Wo ganz eine klare, subtile Kraft drum ist, pulsierende Energie. Du merkst zum einen, dass der Atem ein Teil von dem inneren Raum ist. Vielleicht tönt der Raum für dich auch, vielleicht hat der Raum einen Klang in deinem Körper, im Tempel. Versuche dann, dass du entspannst, Schulterblätter, den Bauch, im Raum Platz zu geben, das Gesicht ist weich. Nimm die Atmung wahr, wie sie den Raum belebt. Das Prana den Raum öffnet. Ich merke auch, wenn ich meine Präsenz hier innen habe, gegen innen, dass sich alles entschleunigt. Von Moment zu Moment wird der Atem feiner. Wird der Körper weicher. Nimm an, dass wenn ich beim Atem bin und der Atem feiner wird, wird automatisch dein Geist auch ruhiger. Gehören zusammen Geist und Atmung. Die volle Aufmerksamkeit einfach im inneren Raum. Dass du den Kosmos in dir hineintreibst.
Der Kosmos, die Hülle von deinem Körper ist. Der Körper in dem Raum ist, auf der Erde ist. Und wieder in dem Kosmos ist. Wie innen, so außen. Ich darf einfach sein und wahrnehmen. Es ist einfach eine Präsenz. Da gibt es nichts zu tun, außer präsent sein von Atemzug zu Atemzug. Präsenz vom Augenblick. Absolut unspektakulär. Ich bin wach. Ich bin da. Jede von uns tut dreimal für sich ein Umsingen, entweder ein leisliches, ganz bei dir sein, aber dich verbinden mit dem Absoluten, mit dem allem Verbindenden in uns und um uns, dem Ursprung. Ausatmen zur Vorbereitung, einatmen fein. Gerade weitermachen mit deinem Tempo. Machst gerade weiter mit dem Om und versuch das O kurz und das M länger zu werden, aber viel mit der Atmung gehen, stressfrei. Ja. Im Atem so einfach weiter. Singen, fein, langs, M, bringt dich gegen rein. Nur mal zweimal wiederholen. Und still. Präsent.
kannst dein Gesicht einfach bewegen, Grimassen machen. Wirklich dehnen. Alles so lang an die Augen aufziehen, den ganz zusammenpressen. Gut, den Kopf mal nach links drehen. Achtsam und nach rechts drehen. Und gerade nochmal. So wie für die Scheibe. Dann machen wir mit dem Kopf einen Halbmond. Nach rechts und kleine Brustbeine berühren sich nach links. Du kannst auch schön mit den Augen mitgehen, dass die Augen aufsperrst, wenn du links oder rechts gegenüber schaust. Wenn man die Augenmuskeln auch braucht. Und in die Mitte zurückkommen. Und dann gehen wir eigentlich ganz ringsum schön achtsam. Die Hände sind aufeinander, bleiben aufeinander, wenn du ringsum gehst. Seite wechseln. In der Mitte halten, den Kopf in den Nacken legen, die Hände aufeinander und wieder runterbringen, bloß die Knie, dass du hinter den Nacken gedehnt hast. Schön mit der Atmung verbinden. Und zurück. Wenn wir gerade noch so bequem im Sitz sind, sonst den Sitz ändern. Wir nehmen den rechten Arm auf, fassen die linke Hand oben durch. Und jetzt bin ich aufrecht. Ich schaue, dass ich aufrecht sitze, stehe das Beste hinten ab. Und dann ziehe ich den Arm hinter meinen Kopf, wenn das geht. Versuche nicht da runterzuschauen, sondern geradeaus. Und atme schön in die Brust rein. Immer die nächste Brustatmung. Löse. Seitenwechsel. Linke Arm kommt zuerst rauf. Rechte Hand fasst. Gut einrichten. Und dann ziehe ich den Arm hinten und atme schön richtig. Brust wieder einhalten, wenn es geht. Langsam aus. Und lösen. Die Hände auf die Brust, gespreizt die Finger. Einatmen, hinter den Ellenbogen zusammen, tief ein, aus, zusammenkommen. Ein Moment halten. Aus, zusammenkommen. Hinter ganz eure Schultern ganz zusammendrücken. Von da aus gehen wir, lösen den Sitz hinten aus, gehen in Fersensitz. Gut. Gehen von hier mal rauf, strecken uns, strecken die Arme, Rückbeuge. Mula Bandha machen, heben. Wieder zurückkommen. Die Arme hinter dem Rücken fassen. Schultern öffnen.
Jetzt gehen wir von da aus in eine Verneigung, aber Kopf auf den Kopf. Auf dem Kopf, nicht auf den Stirn. Und hier bringen wir die Arme hinten auf. Suche da in die Schulterblätter rein zu atmen, mit verschränkten Armen hinter dem Rücken. Dann kommen wir wieder zurück und gerade wieder auf die Knie, die Arme gestreckt auf, Mula Bandha, innen Rückbeuge, Moment halten, da drin innen. Und führen kommen, ausatmen, Fersensitz. Dann die Hände nochmal verschränken hinter dem Rücken, das mal. Die andere Hand oben und nochmal in die Umkehrung rein. Kopf auf dem Boden, Arme hinten rauf. Die gut zusammenkommen, versuchen mal, dass die Handballen sich berühren. Das Gesäß ist in der Luft. Und lösen zurück. Die Hände auf die Oberschenkel legen, frei atmen, die Augen schließen, warmen. Gehen wir die Vierfußposition. Spreizt die Finger. Arme unter die Schultern, gut wahrnehmen, mal Katz, hohlen Rücken, Kopf in den Nacken legen, ins Kreuz hineinschnaufen. Und den runden Rücken ganz rausdrücken, die Handballen reindrücken, Knie, Brustbein, Wirbelsäule beatmen, dreimal tief. Lösen. Das rechte Bein in den Aufblick gegen führen. Das Knie-Thema ist nämlich etwas um das linke Knie. Dich rausstoßen aus der Hand, ballen. Und dann Knie. Stirn zusammenbringen. Nochmal aufmachen. Nochmal zumachen, zuklappen. Wieder damit du bist halten. Dann auf die Knie hochkommen. Dann geht dein rechte Bein rechts weg. Gut. Sind hier aufrecht. Rechte Hand in die Hüfte rein. Linken Arm hoch. Lang ziehen. Und aus dieser Länge raus gehen wir hier in den Halbmond. Versuchen hier die Finger zu spreizen. Atmen. Ja, atmen. Langziehen den Arm. Richtig langziehen. Dann drehen wir uns. So, dass das hintere Knie auf dem Boden ist, das vordere ist angewinkelt. Wir fassen mit der rechten Hand auf die Innenseite vom rechten Fuß
nehmen die linke Arm auf und drehen ihn hinten aufs Kreuz. Und das seht ihr da mit dieser Schulter. Ich öffne die Schulter einen Moment und versuche da reinzuschnaufen, den Blick, wenn es geht, gegen oben, geradeaus oder gegen oben. Wichtig ist mir, dass ihr hier die Schulter, die linke Schulter aufzieht. Und lösen. Gut, wieder zurückkommen. Vierfußstand. Gut, atmen. Mache ich nochmal. Runden Rücken. Hohlen Rücken. Runden Rücken. Ja, das rechte Bein kommt auf, statisch. Jetzt kannst du immer schauen, kannst du den Fuß flex nehmen oder strecken. Kannst aber auch beide Bewegungen machen. Mir ist wichtig, dass du mit den Händen dich rausdrückst, den Blick geht gegen vorne. Unterdrücken arbeiten da, das gestreckte Bein. Und dann Knie, Stirn, wenn sich berühren. Wieder öffnen. Nochmal Knie, Stirn. Öffnen. Nochmal. Und dann vier Fuß auf die Knie kommen. Das mal ist es das linke Bein, das weggeht. Die linke Hand in die linke Hüfte. Rechte Arm geht auf, gestreckt, gespreizt, die Finger lang ziehen und Seite gehen. Nieren beatmen. Tief und fließend. Ganz bewusst jetzt den Prana, den Raum an dem Ort wirklich aufmachen. Und lang zieh den Arm. Rauszieh die Schulter. Zurückkommen. Lösen. Ja, und jetzt kannst du das linke Bein führen tun. Die linke Hand neben den linken Fuß. Die rechte Seite öffnet. Ich nehme die Hand auf dem Handrücken aufs Kreuz und öffne jetzt die rechte Schulter. Blick, je nachdem, gegen oben, die Mitte, gegen oben. So wie es dir wohl ist. Fokus hier auf der rechten Schulter. Und lösen. Den Vierfuß kommen, Finger spreizen und dann hinten die Zehen aufstellen bzw. auf die Fußballen kommen und bleiben den Moment mit angewinkelten Knien für Kraft zu generieren. Schön die Oberschenkel aktivieren, Ferse in der Luft, Knie in der Luft. Kopf ist gelöst. Und dann von da in den Hund. Ein bisschen trebeln.
rechter Fuß statisch, linke Bein rauf. Wir drehen die linke Hüfte in die eine Seite drehen mit angewinkeltem Knie. Seite wechseln. Aus der Zeit der Rotation jetzt bei. Und dann nehmen wir doch das linke Bein gerade mal vorne mit einem Schritt. Das rechte Bein ist innen gestreckt. Blick gegen vorne. Gut, nehmen wir den rechten Fuß für einen achtsamen Schritt. Zuerst gehst du mal ein bisschen Knie, Bauch auf den Oberschenkel. In der Umkehrstellung ankommen, Handfußposition. Gut spüren. Kopf ganz wandern. Jetzt machst du die Füße ein bisschen auf. Ein bisschen mehr als Hüftbreite. Die Füße ein bisschen aufmachen. Hand unter, Füße hineinlegen. Jetzt je nachdem, wie deine Knie fit sind. He? Kannst du mehr haben oder weniger. Wenn sie fit sind, kannst du ganz runter. Zwischen deine Füße. Blick gegen vorne. Dann gibst du Kraft in die Beine. Versuchst, das gut zu gehen, die Beine nachher zu strecken. Nacken lösen. Das ist die Ausatmung. Da geben wir ein bisschen Druck im Bauch, dass er ganz leer ist. Wir kommen wieder oben runter, atmen ein und wieder Umkehrung aus, in deinem Atemtempo. Knoethemen, du gehst halt nicht ganz runter, einfach nur dort, wo du den Druck vertreibst, aber die Atmung kannst du genau gleich. Und wenn du in der Umkehrung bist, kannst du auch wirklich ein bisschen Druck auf die Hände geben, also ob du ein bisschen rausziehen willst, die Schulter ein bisschen dehnst und nicht wegkommst. Gut, wenn du das nächste Mal in der Umkehrung bist, bringst du die Füße wieder zusammen. Bringen wir das linke Bein Schritt hinter, das rechte bleibt vorne, Blick gegen vorne. Schön schauen, Dehnung hier zwischen Oberschenkel, Innenseite und gestreckten Bein. Wenn es zu streng ist, gehst du einfach mit dem Knie runter. Schritt zurück, mal aufschauen, den Hund mit geschlossenen Füßen. Versuchen, hier Statik hineinzubringen, Kraft zu zentrieren über die Zehen, die du anschaust, Beine, das Kreuz, das Richtung Decke strebt, offene Schultern, gespreizte Finger, gelöste Nacken. Tief und fließend atmen. Schauen wir gegen vorne, drehen uns, nehmen die Hand direkt in die Mitte vom Kopf, drehen uns auf die Seite, gehen auf die Aussenseite von der Fuss, von der rechten, vom rechten Fuss und versuchen hier uns dieser Variation vom Brett zu heben. Lösen,
reiht gerade die Seite. Der Arm ist lang gezogen. Der Atem fließt. Zurück in die Mitte, auf die Knie, auf die Unterarme. Die Hände falten sich am Boden. Ich habe also ein Dreieck mit Ellenbogen in der Hand. Und ich gehe jetzt mit dem Gesäß in die Luft, bin auf den Fußballen und laufe so gut es geht ein bisschen führen. Bis dort, wo ich das Gefühl habe, kann ich nicht mehr weiter. Die Nacken ist ganz gelöst. Ich gebe da Kraft in die Schultern, Oberarme. Und lösen, auf den Bauch runterkommen. Bauchlage ist an Wasser liegen, mit den Händen das Päckchen. In den Füßen geht auseinander, wenn es geht. Die grossen Zehen berühren sich. Die Fersen geht weg. Gut warnen, wie der Atem ankommt. Dann den Kopf auf das Knie bringen, die Hände, beide und die Oberschenkel, Handflächen zu der Erde. Hinten für das Hüftbreit. Und wir gehen hier in Ardha-Shalavasana rein, halb Heuschrecken, dass wir hier die Beine aufbringen und dann nochmal Kraft in den Rumpf hineinbringen. Und man kann immer wieder so ein bisschen einen Impuls geben, dass die Beine noch etwas höher raufgehen. Am Anfang sind sie ein bisschen gefühlt und irgendwie entwickelt sich da wie eine Kraft, dass die Beine gleich noch etwas mehr raufgehen, als man am Anfang gemeint hat. Versuche ich immer wieder mal einen Impuls zu geben. Lösen. Die Hände führen, das Päckchen machen, atmen. Wir haben gestern den ersten Heugüber gesehen im Garten. Ich möchte nachher nochmal in die Heugümper rein, aber anders. Jetzt machen wir aber zuerst noch Vorübung. Und zwar spreizen die Arme rechts und links von euch aus. Den Kopf mal zuerst nach links legen. Dann fasst die rechte Hand den linken Fuß. Ihr kennt es, über das Kreuz hin. Das rechte Bein ist wirklich statisch am Boden. Spürt das? Das hebt, das tut stabilisieren, das drückt wieder in den Boden rein und dann öffnen wir da die linke Seite mit der Hilfe von der rechten Hand und da schön reinschnaufen und da schöne Dehnung haben, zum einen vom Oberschenkel und zum anderen die Beweglichkeit der Wirbelsäule, Nervenkostüm. Wenn die Atmung streng wird und du bist ein bisschen zu fest drin, dann löse ich einfach ein bisschen.
und lösen. Lass den Kopf wieder auf. Das Knie legen, jetzt fasst die linke Hand, den linken Fuß. Der rechte Arm geht gerade führen, so weit wie möglich führen. Das rechte Bein ist immer noch schön statisch am Boden, drückt etwas ab. Jetzt heben wir den linken Oberschenkel einfach auf. So, wie wenn das die Heldin wäre, kannst du den Kopf nach links drehen. Wie wenn das die Heldin wäre am Boden. Das heisst, der linke Oberschenkel ist weg von der Matte. Nahe am Gesäß, der Fuß. Ich habe wirklich den Oberschenkel zusammengeklappt, aber nicht auf der Matte. Und lösen. Zwischenatmen. Spreizen wir nur mal die Arme rechts, links weg. Das macht mit dem Blick geht nach rechts weg. Und ich fasse mit der rechten Hand den linken Fuß, also über das Kreuz. Und öffne hier den halben Bogen. Und lösen. Zwischenatmen. Der Kopf ist auf dem Knie. Der linke Arm ganz weit nach vorne. Die rechte Hand fasst den rechten Fuß. Also ich versuche da das Knie so zu betätigen, dass der Oberschenkel zusammenklappt. Und dann hebe ich den rechten Oberschenkel weg vom Boden und atmen. Und lösen. Zwischenatmen schon. Vasana. Nochmal in die Halbkreuzschrecken rein. Jetzt entweder den Kopf mal aufs Knie, Hand unter die Oberschenkel. Jetzt entweder gehst du einfach mit dem rechten Bein auf und du bleibst so. Die, die mitkommen, das rechte Bein auf, mit dem linken Fuß unter das rechte Knie, Blick geht führen. Und wir atmen da drin rein. Noch zwei Atemzüge. Und dann ganz vorsichtig, indem du den Fuß am Unterschenkel entlang fährst, runterbringst, dann kurz zwischenatmen. Dann ist das linke Bein, das sich streckt, und der rechte Fuß, der unten reingeht.
Zwei Atemzüge. Und langsam, behutsam zurückkommen. Schon Wasser am Moment spüren, was da ist. Die Räume anschauen, den Atemraum spüren, den Körper als Raum wahrnehmen, aber auch das Nichts in all dem Innen. Der unendliche Raum in unserem ganzen Körper. Wenn es jetzt ein bisschen weht, irgendwo macht nichts, wir gehen nachher noch in eine Ausgleichsstellung rein. Das wird der Körper nachher von alleine generieren. Dann bringt ihr hinten die Füße zusammen, die Fersen zusammen. Die Hände unter die Schultern, macht uns bereit für Bhujangasana. Cobra, Finger gespreizt, Ellenbogen hoch, Schambein Richtung Matte, Mula Bandha und auf die Schultern gegen oben ziehen. Blick geradeaus, mit da nochmal Kraft ins Kreuz hineingeben. Und uns aufmachen für unseren ganz persönlichen Weg durch das Leben. Das ist Cobra. Ich bin offen für meinen eigenen Weg, auch wenn ich keine Ahnung habe, was durchgeht. Auch wenn der Mensch ein bisschen streng ist. Aber ich gehe meinem Weg, gehe meinem Herz nach. Meinen Impuls. Wir geben Kraft in die Hände, drücken uns zurück ins Kind, legen den Kopf, die Stirn auf den Boden, die Hände vorne oder hinten nehmen. Wenn du willst, kannst du auch die Beine ein bisschen auftun, um ein bisschen hineinsinken. Und dann atmen wir Richtung Kreuz, versuchen es einfach da mit dem Herzschick, aber nichts wollen zu machen, es macht von allein. Und du darfst sinken in den Raum zwischen den Augenbrauen. Da haben wir wieder die Weite. Du darfst den ganzen Fokus in die Chittakasha hineingeben. Dein Bewusstsein, unendliche Weite, Grenzenlosigkeit. Deine eigene Begrenzung wieder auflösen. Und gleichzeitig den Körper ankommen, regenerieren. Volle Konzentration zwischen den Augenbrauen. Ganz präsent sein. Dann langsam in eine sitzende Position kommen, in Fersensitz aufkommen. Mal die Schulter ein bisschen hinten ziehen und lösen. Einfach mal wahrnehmen, wie sich das aufrecht sitzen gerade so anfühlt. Legen wir die Hände hier auf die Brust und dann einfach so ein bisschen hin und her schaukeln. Teil vom Rücken lockern. Cool. Jetzt
gehen wir von da in den Dreisitz, wenn wir schon beim Kreuz am Arbeiten sind. Dann gehen wir auch in den Dreisitz. Die alle dabei sind, sind schon genug lang dabei, um selber jetzt die Variante vom Dreisitz auszuprobieren. Ich empfehle euch, seit ich in Indien war, bei dem Yoga-Lehrer, dass ich das rechte linke Bein anlege, den rechten Fuß gerade vor das Knie am Boden stelle, wirklich gerade vorne her, und mich dann aufziehe und von da aus in die Dreieckige gehe. Also ich habe den Fuß wirklich gerade vor dem Knie und drehe mich, versuche mich von unten rauszudrehen, vom Kreuz. Den Blick, wenn es gar keine Kinder haben, sonst geradeaus oder führen. Aber ich gebe Kraft von unten auf und versuche die Drehung von der Wirbelsäule in Dehnung zu spüren. Dort rein zu schnaufen, Prana, frische Lebenskraft reinzuatmen. Schließe deine Augen und atme, fließen. Gib immer wieder einen Impuls. Von unten auf, löst die Schultern auch oben. Es sind nicht die Schultern, die heben, es ist auch nicht die Hand am Boden, die hebt. Es ist dein unterer Rücken, der dich dreht. Und wo dreht. Dann langsam zurückdrehen, den Kraft fließen und achtsam die Seite wechseln. Es ist ein Asana, das das Zuhören fördert. Für das Zuhören braucht es einen Moment Zeit. Achtsam ins Asana rein, die Augen schließen. Ich höre, was von besonderen Stunden von mir raufkommt. Ich höre zu, was ich melden möchte. Oder spüre her. Oder schaue her. Und den Körper liebevoll zurückdrehen. In die Kutscherhaltung hinein. Blick gegen vorne. Vielleicht kannst du noch einen Impuls geben, den Unterrücken so ein bisschen aufzunehmen. Die Augen schliessen und beobachten, wie alles ankommt. Wie du auch wieder ankommst in deinem Körper, in dem Atemzug, der jetzt gerade ist. Bauch ist gelöst, Gesicht ist weg. Ich möchte mit euch jetzt, wenn wir schon so schön mit dem ganzen unteren Rücken arbeiten, dann gehen wir auch in die Paschimottanasana rein. In die schöne Vorbeuge rein. Und
Wir möchten rückenschonend, immer achtsam sein. Wenn wir zuerst mal ein bisschen die Füßlebacken hinten stellen, die Beine auf und ziehen uns nochmal fünfmal so führen. Ohne dass ich die Hände brauche, ich tue so den Unterrücken aufziehen. Die Hüfte, wie sie wieder schön gesehen sind, gerade Rücken, runde Rücken. Gerade Rücken. Mit dem geraden Rücken gehen wir und dann noch ein bisschen mehr anziehen, da schön und die zu den Oberschenkeln. Ziel ist, wenn vor allem das Thema mit dem unteren Rücken ist, dass du immer in dieser Berührung bist, Oberschenkel, Bauch. Die Oben können hier auch die Zehen fassen vorne mit Zeigen und Mittelfinger und jetzt kann man da so ein bisschen vorne laufen oder in kleinen Etappen gut schauen, wie spüre ich noch den Bauch, den Oberschenkel. Ich kann auch mit den Händen Fußgelenk fassen. Die Beine müssen nicht zwingend da am Boden sein, das darf durchaus angezogen bleiben. Den Blick jetzt noch gegen vorne haben, wir wollen hier möglichst lange Nacken machen. Und egal wo du bist, egal wie der Winkel da ist oder nicht ist, dort wo du bist, kannst du jetzt gehen, ganz lösen, Kopf gehen, Atmung ankommen, richtig Kreuz schnaufen, nicht sehr vorne mit den Händen oder irgendwie, sondern einfach annehmen, dort wo du gerade bist, ist es gut. Die Atmung fertig atmen, also ausatmen, ganz ausatmen, vielleicht noch einen Moment innehalten nach dem Ausatmen, dann noch ein bisschen Druck gegen innen geben, das Zwerchfell aufdrücken und wieder einatmen. Nach dem Einatmen vielleicht einen Moment halten. Ausatmen. Ganz leeren, nochmal den Bauch ein bisschen gegen innen drücken. So in deinem Atemtempo, ohne Druck. Aber steuern die Atmung. Vielleicht ist ja der Impuls noch ein bisschen mehr gegen oben nachgehen, dann gang dem nachher, richte dich wieder neu ein, wir haben Zeit. Dann bringst du mal den Blick gegen vorne. Lang ziehen den Blick. Die Hände, die Arme, die Füße strecken. Ganz lang ziehen. Lang ziehen, ganz lange gerade Rücken. Lang ziehen, lang ziehen, lang ziehen. Jetzt ein bisschen die Rückbeuge. Zurück in die Mitte. Lösen. Von da aus liebevoll. Eins Bein nehmen. Innen runter. Und dich in Shavasana. Einen Moment einrichten und vielleicht ganz fein nur die Hüfte ein bisschen schaukeln. Nur die Hüfte ein bisschen hin und her schaukeln. Nicht zu viel Wellen machen. Du darfst den Körper spüren. Das wird sich wunderbar wieder regenerieren. Den Stillstand im Moment, einfach nur warnen. Dann berühre ich beide Fußsohlen aneinander, öffne also hier unsere Liste.
Mal so da am Boden liegen, dann haben wir die Einatmung beide. Arme hintere, weit hintere Strecke. Sind hier im Moment in dieser Position. Ganz lang ziehen, die Schulter nochmal lang ziehen, Nacken gerade, heisst im Brustbein, sucht sich. Die Atem fließt durch den ganzen Körper. Dann haben wir die Arme rechts und links vom Körper gespreizt, die Fingerhandflächen zu der Erde. Rechts Knie kippt zum linken über, Blick umgekehrt. Steinatmung, ausatmen, wieder in die Mitte zurückkommen. Einatmen, auf die andere Seite kippen, Blick geht mit. Ausatmen, das Kreuz schön spüren in der Mitte. Und es geht um die Entschleunigung. Einatmen, wieder den Blick auf die andere Seite. Versucht beide Schultern am Boden zu behalten. Wieder Dreieck. In der Mitte genüsslich ausatmen und ankommen. Nach einem Einatmen-Moment innehalten. Mit Harmonie da rein, das ganze System, Ausgleichheit. Mit der nächsten Ausatmung halte die Mitte. Zeigefinger, Mittelfinger fassen die Zehe oder du fasst die Innenseite der Oberschenkel und spreizen da die Beine nochmal. Versuchen das Kreuz zum Boden runterzubringen. Versuchen da die Schultern schön rauszulösen. Die, mit den Fingern die Zehe fassen, können da wirklich auch noch die Schultern bewegen. Und ganz schön. Fokus auch auf kleine Brustbeine, dass wir den geraden Nacken haben. Fließt in die Atmung. Das Kreuz versuche ich abzudrücken. Und lösen mit den Beinen. Ein Päckchen machen und den unteren Rücken noch ein bisschen massieren für dich. Unser Fundament. Ja, dann dich einrichten. Schlussentspannung, eine bequeme Position zu finden, dass du nicht auskühlst. Versuche, ohne zu zögern, in
einen Entspannungsmodus zu kommen und nicht versuchen zu machen. Wenn du noch etwas machen willst, dann dort, was noch etwas zwickt und spannt, dann schick doch dort noch etwas Aufmerksamkeit her, nämlich den Atem dort her schicken, dass du nachher bei der Ausatmung kannst in die Entspannung hineingehen. Und so darauf vertrauen, dass der Körper sich selber regeneriert. Und einfach ist. Du darfst gehen, darfst richtig weich werden mit jedem Ausatmen. Und mit dem Einatmen merkt, dass da immer eine Präsenz mitkommt, ein Wachsein. Das Wachsein in deinem Körper, in dem Raum. Ein Wahrnehmen, ein Gewahrsein vom Atem, von dem, was einfach ist, ohne etwas zu tun. Beobachte, dass sich alles entschleunigt. Dass der Atem und der Körper zusammen tanzen, der Tanz von der Entspannung langsam und langsamer werden, beide zusammen. Und dein Geist sich dem Tanz, dem langsamen Tanz anschließt. Ausatmen, lösen, geniessen. Du darfst dir in deinem Herzraum Raum nehmen, zum Sein. Da ist der Raum vom Frieden. Die Kernessenz, die einfach da ist, wo du darfst in Verbindung gehen. Genährt bist, gehütet, gehalten. Du einfach bist, einfach nur bist, das wo ist. Om Trayambakam Vijayamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityurukshiyamamrita Om Shanti, Shanti, Shanti.
Nimm Kontakt auf mit deinem Atem. Schick ihn in den Körper, versuch den Atem, den Körper zu spüren, den ganzen Raum wahrzunehmen. Versuche über den Körper den Boden wahrzunehmen, die Erde. Und den Raum über die Sinn zu spüren. Die Atmung zu tiefen. Wachheit, Präsenz einatmen, Frische zu dir kommen lassen. Und dann anfangen. Bewegen. Finger, Füße strecken. Vielleicht das Gesicht noch mal ein bisschen ausstreichen. Vielleicht auch ein bisschen dehnen. Der Kiefer ist auch schön, wenn man den Kiefer noch ein bisschen massiert. Grimassen macht. Ja, und dann noch mal zwei, drei Atemzüge. Auf der rechten Seite nimmst du nochmal ankommen. Ja, bevor wir uns dann im Sitzen treffen, und für dich mal würdige, präsente Position einnehmen, aufrecht. Vielleicht magst du die Wirbelsäule so ein bisschen bewegen, so wie wenn sie sich da einrenkt. Auch mit dem Nacken spielen. Sich wieder aufwinden. Dann zu einem Stillstand kommen von dieser Bewegung. Augen schließen, wahrnehmen. Wie du da sitzt, dich als Ganze, als Einheit. Wahrnehmen. Zwei feine, aber bestimmte Atemzüge Richtung Wirbelsäule, verbindende Glied. Fluss von der Energie. Und dann liebevoll die Augen öffnen. Ich bedanke mich für das gemeinsame Yoga.